So, bei uns geht das hier mal ein bisschen weiter und wir sind jetzt hier hinten wieder bei uns im Schuppen drin und wollen jetzt heute einmal mit dem Anhänger losfahren nach Schwiegereltern, den Kartoffeln langsam reinsetzen da und ein bisschen Hackschnitzel holen. Und da haben wir uns gedacht, unser Gummiwagen, unser Anhänger hier, der hat ein bisschen, ja, geringe Ladebordwandhöhe und wir wollen ja möglichst viele Hackschnitzel mitbekommen. Und hier lagen noch alte Bordwände drin oder Aufsätze für die Bordwände und die passen nicht ganz. Da sind wir jetzt gerade bei, die ein bisschen umzuarbeiten, dass die, ja, passend gemacht werden. Ja, hier sind die Dinger einmal. Die hat irgendjemand mal gebaut früher von den Vorbesitzern oder vielleicht auch jemand anders, eine Werkstatt oder sowas. Und ja, die sind eigentlich ganz gut. Die sind bloß ein bisschen lang, die seitlichen Bretter hier zumindest. Vorne passt das ganz gut. Hier ist ja irgendwie so ein Kuckloch mit drin. Das Brett vorne ist ein bisschen kleiner. Und die andere Seite, wie man sehen kann, die sind zu lang hinten. Die werden wir jetzt einmal gleich ein bisschen kürzen. Haben schon hier den Verschluss abgenommen und eine Flachstahl da. Das kommt nicht weg und wird dann einmal abgesägt hier. Der Verschluss wird nachgesetzt. Und ja, ich habe ja hier damals die originale Bordwand, die war so aufgegammelt, dass ich diesen Metallaufsatz hier nicht mehr verwerten konnte. Deswegen habe ich mir hier so eine Dachlatte rangemacht. Und hier habe ich jetzt gerade Löcher reingebohrt, so Langlöcher, damit man halt den Flachstahl hier durchstecken kann, dass man schon halt hat alles. Die vorne werden dann halt einfach nur hier vorne vorgesetzt. Sollte wohl lang. Vielleicht kann man das später irgendwie nochmal, wenn man Bock hat, ja, am Winkel rüber packen oder so, aber dafür fehlt uns heute die Zeit, wo wir noch losfahren wollen. Und genau, die andere Seite muss halt noch gemacht werden, hier einmal rangesetzt werden. Und ja, dann ist er eigentlich soweit ganz fertig, sag ich mal. Die Bordwandhöhe hat sich dann, ja, es ist fast um die Hälfte erhöht. Das ist ja doch schon ein bisschen was, was da mehr drauf passt. Ich denke jetzt mal, ein Kubikmeter, anderthalb Kubikmeter werden da sicherlich mehr drauf gehen, wenn man das ein bisschen hochtürmt. Ja, und dann geht das wieder ab nach Hause damit. So, jetzt habe ich die Kartoffellegemaschine einmal verladen. Die Bordwände passen jetzt drauf. Anhänger einmal sauber gemacht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, und die jetzt einmal verladen hier. Ein bisschen festgezurrt. Gut, und jetzt haben wir mit einem McCormick haben wir beschlossen, weil er die Gabel dran hatte zum Verladen, war es ganz cool. Die Palettenfurke. Fahren wir den einmal los. Und ja, legen wir morgen hoffentlich Kartoffeln. Das Wetter muss, ja, zumindest nicht, darf nicht nass werden. Und ja, werden dann mit einem vollen Anhänger Hackschnitzel wieder nach Hause fahren. So, wir haben heute Tag, wir sind gestern noch heil angekommen, sind ungefähr 1,5 Stunden, glaube ich, gefahren. Das waren aber auch knapp über 30 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Und dann mit 20, ich habe ja nicht Vollgas gefahren die ganze Zeit, um den Motor so ein bisschen zu schonen auch. Ja, und jetzt sind wir da, wir wollen jetzt gleich starten. Erstmal die Maschine einmal abladen, kriegen dann auch tatkräftige Unterstützung von einem Mitarbeiter, der ist ganz interessiert hier. Und Frank. Und ja, mal gucken, ob das dann klappt. Weil die Räder ja so nah am Reifen hinten dran waren. Genau. Haben die Drohne dabei. Werden die vielleicht einmal steigen lassen. Sehen wir gleich. Und danach dann ein paar Hackschnitzel aufladen. Und dann wahrscheinlich wieder die Heimfahrt antreten. So, mit der Spur passt das noch nicht ganz. Also die Dämme, die sind noch zu dicht aneinander. Das passt nicht mit der Spur vom Schlepper, sonst würden wir später auf den Damm fahren, wenn wir da mechanische Unkrautbearbeitung machen oder nochmal aufhaufeln. Deswegen müssen wir das noch ein bisschen breiter stellen. Die sind jetzt Mitte Damm auf ungefähr, ja, 60, 58. Und wir wollen auch weiter auseinander gehen, auf 70, 75 so, damit die Schlepperreifen halt genau in der Spur vom, also in der Mitte vom Damm dann laufen und ja, nicht irgendwie auf den Damm fahren später. Das werden wir so einmal einstellen und dann sind wir schon fast bereit fürs Kartoffelnlegen.
Check! Wenn wir nicht gängig wären, die Pferde nicht so verstanden. Dann haben wir die Chance. Ah, da sind die, ne? So. Ah, die liegen gut. So. So, also das ist jetzt die erste Spur, die wir gelegt haben hier. Es sind doch ein paar Reihen draußen standen. Sind ja auch ein paar Meter hier. Ich würde so sagen 10, 20 Meter sind das jetzt hier. Nach hinten hin, na, vielleicht sogar 25. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen sind das jetzt. Das sind 50 Kilo Kartoffeln gewesen. Obwohl die eine Reihe ist nicht ganz bis nach hinten durchgelegt. Die ist hinten leer. Und jetzt haben wir nochmal, ich glaube irgendwie 25 Kilo oder so von einer anderen Sorte oder von zwei anderen Sorten, die wir hier nochmal reinlegen. Und ja, das wären dann Frühkartoffeln. Und bei uns sollen wir auch noch welche reinsetzen. Wir wohnen ein ganzes Stück weiter, das ist geklärt mit der Koppel. Da muss bloß noch ein bisschen Mist drauf und alles, dass es untergepflügt wird. Und dann geht das da auch los. Und das wäre dann halt ja, späte Kartoffeln.
Ja, wir sind jetzt fertig. Haben noch ein paar reingesetzt. Und das, was überbleibt, ist dann auch für die Neuansaat oder Neupflanzung nächstes Jahr als Pflanzkartoffel denn gedacht, haben wir uns so überlegt. Und hier wurde halt vorher einmal gepflügt, dann gefräst oder mit der Kreiselecke einmal durchgezogen. Und eigentlich war der Boden ganz fluffig, hier haben wir eine leichte Welle drin, sieht man da ja hinten, dass er leichten Schlenker macht, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Also wir wollen jetzt, ich baue jetzt auch die Pflanzmaschine ab und ja, dann wäre das gut, Wochenende Eis essen und dann sollen wir ja noch Hackschnitzel laden und damit wieder nach Hause. Das werde ich gleich noch mal so ein bisschen filmen oder nachher und ja, im Vlog mit reinsetzen. So, wir haben jetzt ein bisschen was drauf, eine Schaufel voll. Oh, ich glaube, da gehen 3 Kubikmeter rein in die Schaufel. Ja, und eine knappe Schaufel wird wohl nochmal rauf gehen, also 6 Kubikmeter. Das sollte für uns an der Straße wohl lang, weil die Hackschnitzel da sind, ist auch mittlerweile schon 3 Jahre, glaube ich, alt. Und ja, hat eigentlich immer ganz gut geholfen, dass kein Unkraut wächst, weil ich will da nicht ungern Rasen mähen. Die Arbeit kann man sich sparen an der Straße. Eigentlich ist das gar nicht unser Grundstück da, aber man muss ja dann trotzdem mitfliegen. Ja, die Hackschnitzel sind angekommen an ihrem Ziel und die wollen wir jetzt vorne verteilen an der Straße. Was heißt jetzt? Morgen wollen wir sie an der Straße verteilen. Und ja, jetzt noch den Abend ausklingen lassen. Wir haben ja mittlerweile auch schon wieder 17 Uhr. Jetzt waren wir auf dem Rückweg schneller, sind eine andere Route gefahren. Es kam zumindest schneller vor, wir müssen gleich mal auf die Uhr gucken. Und ja, dann war es auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Es gab ja wieder einiges zu sehen. Meinen Kanal abonnieren vielleicht. Und ja, beim nächsten Mal wieder reinschalten.